Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Städelmuseum, lieber Max, danke. Ich freue mich wirklich, hier zu sein, dass du den ehemaligen Nachbarn einlädst. Ist toll. Ich bin sehr glücklich, wieder hier in Frankfurt zu sein. Als Kurator oder als Museumdirektor kriegt man manchmal Fragen, von Journalisten zum Beispiel, die kaum möglich sind zu beantworten, obwohl sie ganz normal klingen und bestimmt grammatisch korrekt formuliert sind. Also korrekte, plausible Sätze, die mit einem Fragezeichen enden. Ein Beispiel, zum Beispiel, lieber Herr Birnbaum, wer ist Ihr Lieblingskünstler? Das klingt wie eine legitime, ja, relevante Frage. Und trotzdem ruft sie bei den meisten, denke ich, meiner Kollegen und auch bei mir, den Willen hervor, sie aktiv zu vermeiden, etwa mit einer Gegenfrage. Man will gleichzeitig die Person, die sie gestellt hat, unterrichten darüber, dass die Frage so einfach nicht gestellt werden kann und auch nicht beantwortet werden kann. Dass Kunst so nicht funktioniert und dass ein ernstzunehmender Kurator nicht einen Lieblingskünstler hat, so wie ein Michael-Jackson-Fanatiker nur Michael Jackson liebt. Nein, wer Kunst versteht, denkt einfach nicht so. Also wie das Michael Jackson-Fan, der Michael Jackson-Fan. Man versteht, dass Künstler Teil von intellektuellen Kontexten sind, dass Einfluss und Originalität komplizierte Themen und dass man so etwas wie der beste Künstler oder die beste Künstlerin, dass es sowas nicht gibt und auch nicht geben kann. Trotzdem immer wieder diese Frage, wer ist Ihr Lieblingskünstler? Herr Birnbaum, in einem öffentlichen Gespräch mit einem Kollegen habe ich dann selber plötzlich diese Frage gestellt. Who's your favorite artist? Das geschah vor einem großen Publikum, nicht ganz so groß wie hier, aber sehr öffentlich. Und zu meiner Überraschung kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen, Fischli und Weiß. Und seitdem habe ich eingesehen, dass es viel besser ist, einfach für alle die Frage zu beantworten, statt mit komplizierten intellektuellen Argumenten rumzumeckern. Seitdem antworte ich immer einfach, John Baldessari. Who's your favorite artist? John Baldessari. Wer ist Ihr Lieblingskünstler? John Baldessari. Qui est votre artiste préféré, Monsieur Birnbaum? C'est John Baldessari, naturellement. Es funktioniert immer. Meistens kommen auch keine zusätzlichen Fragen. Alle sind mit der Antwort zufrieden. Okay, Baldessari, makes a lot of sense. Thanks. Good choice. Ja. Was ist John Baldessaris größter Beitrag? Wie wird man sich an ihn in, sagen wir mal, 100 Jahren erinnern? Selber sagt er, als der Typ, der Farbflecken oder Punkte über die Gesichter von Menschen in Bildern platzierte. Das stimmt wohl, aber es geht auch um etwas anders und auch um mehr, um eine Art Versteckspiel. Es geht um Verhüllung, um das Abdecken. Aber wie viel soll gezeigt, wie viel verhüllt bleiben? Baldessari diskutiert diese Frage und sagt: Ich denke immer an die großartige Antwort eines Englischprofessors, der von seinem Studenten gefragt wird, wie lang sein Aufsatz werden soll. Ja, wie lang? Die Antwort lautet, wie der Rock einer Lady. Lang genug, um den Gegenstand abzudecken, aber kurz genug, um interessant zu sein. Ein paar grundlegende Informationen als Einleitung. John Baldessari wurde Ende der 60er Jahre mit Werken bekannt, in denen er Bildmaterial von Zeitungen und aus der Werbung, wie man es aus der Popkunst ja schon kannte, mit Schrift kombinierte, wie die Konzeptkunst sie verwendete. Er war von Anfang an eine Art Zwischenfigur, ein sowohl als auch und gleichzeitig ein Weder-noch-Künstler, für den keine Labels wirklich passen. Ist er Popkünstler, Videokünstler, Performancekünstler, Medienkünstler, Appropriation Artist, Konzeptkünstler? Die Antwort lautet wohl ja. All das und bestimmt einige andere Sachen auch. Schon früh begann er mit Bilder und Texte aus der Werbe- und Filmbranche in seine Werke, er fing an, sie zu integrieren. Er kontrastierte und schnitt das visuelle Material, setzte es in Verbindung mit drastischen und absurden Texten.
Seine Montagen kontert immer wieder die von den einzelnen Bildern ausgelösten Assoziationen und so bieten sie ein breites Spektrum an möglichen Bedeutungen. Sie sind vielschichtig, oft humorvoll. Sie lassen unterschiedliche Deutungen zu und machen deutlich, wie relativ und offen Bedeutung eigentlich sein kann und vielleicht sein muss. Aufnahmen aus fremder Hand in seine Projekte einzubauen, wurde ihm wichtig. Er war immer ein fleißiger Sammler, eine Art Medienarchäologe. Ich zitiere: Gefundene Bilder haben mich gereizt, weil sie nicht als Kunst galten, sondern als simple Bildware. Ich habe in den Abfalleimern von Fotogeschäften herumgestöbert. Diese Bilder, Publicity- und Pressefotos, waren sehr günstig. Und so entstand binnen kurzer Zeit ein riesiges, ein sehr, sehr umfangreiches Archiv, mit dem er immer weiter arbeitet. Baldessari erkannte, wie Einzelbilder aus einem Film ganze Erzählungen suggerieren können. Das ist die Kraft des Filmstils, die man vielleicht vor allem mit der Kunst Cindy Shermans aus den späten 70er Jahren verbindet. Aber Baldessari nutzte sie auch. Überhaupt kann man seine Rolle als Inspirationsquelle und manchmal Lehrer für etwas jüngere amerikanische Künstler kaum übertreiben. Wir haben es von Herrn Engel schon gehört. Cindy Sherman, Barbara Kruger, David Salle, der ja übrigens einen sehr schönen Text für den Katalog hier geschrieben hat. Alle sind sie in gewisser Hinsicht beeinflusst von ihm. Zusammengehörige und nicht zusammengehörige Fundbilder wurden zu Zyklen arrangiert. Manchmal in Form eines Rasters, sehr strikt, manchmal als lineare Struktur, aber immer nach einem festgelegten Ordnungsprinzip. Baldessari ist immer verspielt und gleichzeitig sehr, sehr strukturiert. Er ist poppig und streng wie ein Konzeptkünstler gleichzeitig. Nach 1980 zog es Baldessari meistens vor, das übernommene Bildmaterial ohne Textunterlegung zu präsentieren. Durch die Beschränkung auf Fotozyklen ohne Text bewies Baldessari, dass reine Bilder ebenso wie die früheren Bild-Textmontagen imstande sind, narrative Inhalte zu vermitteln. Und wie ich schon erwähnt habe, ging er später dazu über, abgebildete Gesichter mit einem Farbfleck zu überdecken. Das war eine Art Eureka-Augenblick. Was passiert? Was ist der Effekt? Er hat es folgendermaßen beschrieben. Während sich der Bildraum verflacht, tritt der Illusionseffekt der Sehne umso stärker in Erscheinung. Die Verhüllung des Gesichts oder eines Körperteils negiert irgendwie die Individualität. Der runde Fleck verwandelt den Menschen, ein identifizierbares Subjekt, in ein nicht identifizierbares Ding, in ein Objekt. Die anfangs weißen Aufkleber, immer runde Punkte, der ersten Versuche wurden bald durch bunte ersetzt. Eine Welt von bunten Punkten wurde entwickelt und ein vom Künstler angelegter Farbcode eröffnete zusätzliche Bedeutungsebenen. Rot steht etwa für Gefahr, hat man das Gefühl, grün für Sicherheit. Und so weiter. Man wird sich an Baldessari erinnern als der Typ, der Farbflecken über die Gesichter von Menschen in Bildern platzierte. Keine Frage. John Baldessari ist ein kalifornischer Künstler, ein Los Angeles-Künstler, kein New Yorker. Die Unterschiede zwischen den Kunstszenen sind groß und New York hat immer dominiert. Die wichtigsten Galerien und Sammler sind auf der Ostküste. Es hat der New Yorker Szene bestimmt auch geholfen, dass dort die meisten entscheidenden Kunstmagazine erscheinen. Immer noch, heute etwa Artform und Art in Amerika, die sich allesamt und bis heute für weniges außerhalb ihrer Stadt interessieren. Dafür ist die Los Angeles Szene lässiger, mehr relaxed. Hier gibt es großartige Kunsthochschulen. Tatsächlich viel besser als in New York. Es ist alles irgendwie freundlicher und ich denke, menschlicher. Und die wichtigsten Künstler sind alle Lehrer. Das kennt man ja eigentlich hier, sonst nur hier in Deutschland. Dass Gerhard Richter ein Professor war, dass Polke immer unterrichtet hat. Das kennt man in New York zum Beispiel kaum. In Los Angeles schon.
Ja, sie lehren alle an Cal Arts oder UCLA oder Pasadena Art Center. Baldessari hat auch überall unterrichtet. Das wäre in New York nicht möglich. Jeff Koons in New York unterrichtet nicht. Das wäre eine vollkommen lächerliche Idee. Eigentlich absurd. Aber Baldessari hat seit Jahrzehnten unterrichtet. Er ist der größte aller Lehrer der kalifornischen Kunst, denke ich. Ja, ein Frankfurt-Vergleich. Ich habe immer gedacht, dass Baldessari der Thomas Beiler Amerikas ist. Besser kann man das, glaube ich, nicht zusammenfassen. Sie haben viel gemeinsam. Sie sind geliebt von Generationen jüngerer Künstler und sie haben beide ihre größten Erfolge, das haben wir von Herrn Engler schon gehört, eigentlich ziemlich spät, zumindest in der Öffentlichkeit gehabt. Erst nachdem sie vielleicht so ungefähr 70 wurden. Übrigens hatten wir ja auch Baldessari hier vor ungefähr 10 Jahren als Ehrengast bei einem Rundgang der Städelschule da drüben. Und er hat sich offensichtlich sehr wohl gefühlt hier mit den Studenten und hat sich sämtliche Arbeiten mit sehr guter Laune angeschaut und rezensiert. Es gab zum Beispiel, daran kann ich mich sehr gut erinnern, eine Art Performance in der Halle der Städelschule. Ich weiß nicht mehr, was für Künstler das waren, aber wir waren nicht so beeindruckt. Sie dauerte auch ewig. Aber John hat eine sehr positive Rezension geliefert. Am Ende der Performance waren die Künstler alle noch angezogen. Sie waren nicht nackt. Hoch originell, bewunderenswert, hat Baldessari zusammengefasst. So etwas kennt man in Los Angeles nicht. Dort sind alle immer am Schluss nackt. Bravo, well done. Aber zurück zum New York-LA-Verhältnis. Es wurde mal folgenderweise beschrieben. Wenn in New York die Sonne aufgeht, ist es in Los Angeles noch dunkel. Und so dachte man damals in den 50er Jahren, als über Manhattan ein neuer, güldener Morgen der Malerei erwachte. Man dachte, dass Kalifornien einfach weiter pennen würde. Tatsächlich dämmerte aber auch an Amerikas sonniger Westküste eine neue, aufregende Generation von Künstlern herauf. Nur, dass davon sehr selten die Rede war. Ja, es gibt fantastische Bilder von Andy Warhol und Marcel Duchamp in Los Angeles, etwa mit Dennis Hopper und anderen Hollywood-Größen. Eine neue West Coast-Richtung wurde sichtbar. Es kamen Installationen mit Licht und Raum, vielleicht wegen der kalifornischen Sonne. Aber das war nicht im Sinne Baldessaris. So hat zum Beispiel der Lichtkünstler James Turrell ihn einmal in sein Studio eingeladen, um ihm eine seiner frühen Arbeiten zu zeigen. Baldessari erzählt davon. Das war so ein Lichtstrahl, der aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Wand fiel. Aber das hat mich nun wirklich überhaupt nicht interessiert. Nein, Baldessari interessiert sich nicht für die Naturphänomene oder für die Phänomenologie der Wahrnehmung, wie so viele kalifornische Kollegen. Er interessiert sich für die Kultur, für die psychologische und sexuelle Ladung der Bilder, die Bilder Hollywoods, die Bilder der Werbung oder wie man in dieser fantastischen Ausstellung, die heute hier in Städel eröffnet wird, die Bilder der Kunstgeschichte. Ich denke, dass diese Ausstellung hier in Frankfurt wichtig ist, weil sie die historische Dimension neu ins Zentrum rückt. Er hat sich hier in diese Richtung wirklich entfalten können. Das ist neu. Aber das Interesse ist nicht neu. Als wir ihm in 2009 in Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk gegeben haben, ich war damals der Direktor, da hat er bei der Zeremonie zuerst 2 Personen gedankt. Es war nicht seine Mutter und auch nicht seine Galeristin Marion Goodman. Es war auch nicht Gott, wie bei Amerikanern sehr üblich. Es waren Giotto und Matisse. Und mit Giotto hat er, glaube ich, nicht seinen netten Hund Giotto gemeint, sondern den Maler. Ich habe es ja gar nicht erwähnt, aber wir haben es gehört. Unser Künstler fing mit Malerei an. Baldessari begann als Maler. In einer notorisch gewordenen Aktion verbrannte er alle seine zwischen 53 und 66 entstandenen Arbeiten, um sich seither einer humorvollen Variante des Konzeptualismus zu widmen, die allen Tendenzen, denke ich, zu Dogmatismus und Orthodoxie widersteht. Das war eine Art Überwindung der Malerei durch Humor.
Sonst hört man manchmal, zum Beispiel von Clement Greenberg, dass Humor in der bildenden Kunst nicht funktioniert. In der Literatur schon, aber in der Malerei eigentlich nicht. Kunst kann und soll nicht lustig sein. Aber Baldessari hat, glaube ich, hier den Greenberg widerlegt. So sang er in 1972 die Sentences on Conceptual Art des Konzeptkünstlers Solowitz vor. Er zitierte ironisch den Kritiker Greenberg in seinen Textarbeiten und lieferte Marketingstrategien wie: grundsätzlich verkaufen sich hellere Farben besser. Als Motiven seien Madonna und Kind, Landschaftsmalerei oder Blumenbilder gefragt. Der junge Baldessari dokumentierte lieber die triste Realität von Straßenkreuzungen und Autowaschanlagen in seiner langweiligen Heimatstadt National City. Das Format der Bilder wurde dadurch bestimmt, ob die Bilder in seinem VW-Bus passten. 1966 hatte Baldessari der reinen Malerei abgeschworen, um konzeptuelle Kunst zu machen, die auf Ideen basiert, nicht auf visuelle Qualitäten. Zurück zu der berühmten Aktion, The Cremation Project. Er ließ also sämtliche gemalte Bilder, das war 1970, in einem Krematorium in San Diego verbrennen und bewahrte einen Teil der Asche in einer Urne in Buchform als Mahnmal auf. Samt Grabstein wurde die Urne in einer Ausstellung präsentiert. Ungefähr gleichzeitig hatte er versprochen, nie wieder Langeweile zu produzieren. I will not make any more boring art aus dem Jahr 71 ist wohl die allerbekannteste Arbeit. Genial und komplett doof gleichzeitig. Wie kam es dazu, fragt sein Student David Sally in einem Gespräch. Baldessari antwortet: die Leute von Nova Scotia College of Art, das war die wichtigste Schule für die Konzeptkünstler, wo Dan Graham und Kaspar König und viele andere unterrichtet haben, die wollten, dass ich eine Schau bei ihnen mache, aber sie hatten natürlich kein Geld. Also habe ich gesagt, okay, sag den Studenten, sie sollen in die Galerie kommen und I will not make any more boring art an die Wand schreiben, als Kunstbestrafung. Ich dachte, niemand würde kommen, aber es war voll. In Anlehnung an die Aktion mit den Studenten hat Baldessari eine eigene Videoversion produziert, zuerst einmal und dann gezeigt, in der er 13 langweilige Minuten lang den Satz niederschreibt: I will not make any more boring art. 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 Ziemlich langweilig, ja. In einem wirklich guten Gespräch über Kunst, Politik, Akademien und Geld mit vier Studierenden hier in Frankfurt, Studierende der Städelschule, wird die Rolle der Malerei diskutiert. Den Text findet man in einem kleinen Buch von der Städelschule, Kunstlehren. Da fragt Jerome Voss, ein ehemaliger Student hier in Frankfurt: hielten Sie damals Malerei für langweilig? Und Baldessari antwortet: ich habe früher einmal gesagt, sie sei für mich wirklich langweilig geworden. Aber wenn ich jetzt zurückblicke und mir das im weltweiten Zusammenhang anschaue, würde ich sagen, dass sie damals sehr vielen Künstlern langweilig war. Ich glaube, es war der letzte Atemzug der Form, der verherrschenden Form des abstrakten Expressionismus. Das war ja schon durch eine zweite, dritte und vierte Generation gegangen. Es wurde also ein bisschen ermüdend. Vielleicht sollte man sagen, es hat sich erschöpft. Das war lange her. Das war in 1971. Seitdem ist viel passiert. Neue Generationen von Malern haben ihre Disziplin neu erfunden. In Europa und in Los Angeles und bestimmt in vielen anderen Teilen der Welt. Baldessari selber hat eine neue Form der Malerei entwickelt. In jüngerer Zeit hebt er Münder, Augen, Ohren und Nasen und damit menschliche Sinnesorgane als solche hervor, in prothesenhaft wirkenden Verdoppelungen auf Bildträgern oder freistehend funktionalen Plastiken. Es gab mal eine kleine, aber feine Ausstellung hier in Portikus. Das war nur ein Bild, so eine Art Mischform von Malerei und Skulptur.
Da wird aus einem Ohr schon mal ein weißes Sofa. Über dem überdimensionale und umgedrehte Nasen an der Wand hängen, um Blumen Halt zu bieten. Es ist eine merkwürdige Mischform von Malerei und Skulptur. Ja, er ist, wie Herr Engler schon erwähnt hat, wirklich wieder Maler geworden. Und heute Abend kehrt er nicht nur zur Malerei zurück, sondern zu den allergrößten Vorgängern. Nicht zu Giotto, aber zu vielen anderen. Es ist eine Freude und ich gratuliere den Künstler, das Museum und das bestimmt sehr umfangreiche Publikum dieser Ausstellung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus